Das Ganze dient dazu, die Aufmerksamkeit für gegenwärtige und zukünftige Vorgänge zu blockieren und die Wahrnehmung, die politische Wahrnehmung in der Vergangenheit zu fixieren. Das funktioniert am besten über den Modus der Schuld. Bei all diesem Kultus geht es letzten Endes vor allem um Entwurzelung, das heißt Entwurzelung aus der eigenen Geschichte, der Abtrennung vom Kollektiv, in diesem Fall dem Volk. Wir müssen uns dabei im Klaren darüber sein, dass dort, wo Schuld politisch instrumentalisiert wird, es niemals um so etwas wie eine abstrakte Gerechtigkeit geht, sondern ausschließlich darum, die Vergangenheit zu instrumentalisieren und die eigene Machtposition in die Zukunft hinein zu verlängern. Es wird unterm Strich im besten Fall Jahrzehnte dauern, die durch die sogenannte Vergangenheitsbewältigung angerichteten Schäden von rechts und von Neurechts zu beseitigen. Doch es muss sein und es muss jetzt sein, um sie nicht letzten Endes zu einer Volksbewältigung ausarten zu lassen.